Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Preview auf meinem Kanal. Heute haben wir ein Anführungszeichen Derby, denn es geht Borussia gegen Borussia. Wir sind in Gladbach, Mönchengladbach, und sehen, dass der Erste zu Gast ist beim Zweiten. Es könnte also sein, nach diesem Spiel gibt es einen neuen Tabellenführer. Dann muss aber Gladbach hier gewinnen. Und es schneit hier in diesem Stadion. Und es hat auch schon geschneit, denn so wie der Rasen aussieht, sieht er sehr kalt aus. So, hier haben wir zwei Spieler im Fokus. Raphael auf der einen Seite mit zwei Toren im letzten Spiel und Aubameyang mit 13 Vorlagen in dieser Saison schon. Und damit ist er die Nummer 1. Da haben wir ihn gut in echt. Spielt er schon lange nicht mehr bei Dortmund, aber hier kann man es ja nicht ändern. Ich spiele mit Gladbach und das ist meine Aufstellung. Sommer im Tor. Davor Johnson, Westergaard, Ginter und Janschke. Im Mittelfeld Hazard, Zakaria, Kramer und Traoré. Und im Sturm, wie immer, Stindl und den schon gerade eben gesehenen Raphael. Auf der Dortmunder Seite ist Bürki im Tor. Davor Guerrero, Toprak, Sokratis und Piszczek. Im Mittelfeld Götze, Schahin und Castro. Und im Sturm Philipp, Aubameyang und Marco Reus. Wenn es euch gefällt hier, diese Preview, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Highlights hier. Gladbach gegen Dortmund. Dortmund hat angestoßen, spielen von rechts nach links in den schwarzen Trikots. Und spielen hier relativ schnell nach vorne. Da ist Aubameyang und da ist Marco Reus. Castro. Und Castro wird gelegt von Johnson. In der dritten Minute könnt ihr schon die gelbe Karte geben. Die erste. Und was gibt's? Ah, noch nix, wie es aussieht. Ah, hat er Glück gehabt. So wie er reingeht, hätte es auch gelb sein können. Aber gut, jetzt kommt das Spielerische wieder. Und da kommt Gladbach in der sechsten Minute. Da ist Kramer. Kramer schießt an die Latte. Was für ein Bums das war. An den Querträger. Und jetzt kommt Dortmund. Oh, Kramer fault hier direkt Castro danach. Castro muss in den ersten Minuten schon so viel einstecken. Und das dürfte jetzt hier echt die erste gelbe Karte geben. So ist es. Gelbe Karte in der achten Minute. Aber wenn man so reingeht, dann braucht man sich echt nicht wundern. Da sehen wir es nochmal. Er kommt gar nicht an den Ball. Er senzt einfach nur Castro um. Und jetzt kommt Gladbach. Da ist Raphael. 35. Minute. Raphael schießt. Raphael trifft. Wo holt er denn diesen Kunststoß her? 36. Minute und Gladbach führt. Natürlich Glück gehabt, weil er an Pfosten geht, aber trotzdem. Zakaria und dann da ist Raphael. Hat die komplette Freiheit da eigentlich. Hätte noch laufen können. Aber nein, er sagt sich, komm, den probiere ich mal. Und er sitzt perfekt da drin. Das kann nicht jeder, aber Raphael ist so einer. Sein 14. Saisontor schon. Ist also sauweit auch vorne mit in der Tabelle. In der Torschussentabelle. Und jetzt ist hier erstmal Dortmund wieder. Philipp. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Aber Zakaria holt sich den Ball hier sehr, sehr stark und passt auf Traoré. Aber das war's. Es ist Halbzeit und wir haben schon ein super Tor gesehen. Und sonst ist es relativ ausgeglichen, dieses Spiel. Kramer schießt nochmal an die Latte. Da hätten sie schon viel früher führen können, die Gladbacher. Aber es sollte nicht sein. Und somit geht es hier mit einer 1-0-Führung für die Hausherren in die Kabine. Die Statistiken sehen so aus, dass, okay, das stimmt nicht, Gladbach hat einen Schuss auf Tor gehabt und wäre nicht reingegangen. Aber sonst ist alles, wie gesagt, ausgeglichen und so habe ich das ja auch gesehen. Zweite Halbzeit läuft, Gladbach hat angestoßen und
Wir sehen sie schon wieder auf dem Weg nach vorne. Da ist Kramer, da ist Traoré. Aber der verliert den Ball. Und jetzt sind wir in der 49. Minute und da ist Kramer. Kramer auf Stindl. Stindl frei vor Bürki. Stindl, 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 Stindl. 2-0. Gladbach dominiert hier. 50. Minute und der Kapitän macht persönlich das wichtige 2-0. Gegen den Tabellenführer aus Dortmund. Aber wenn es, wie gesagt, so weitergeht, habe ich ja vor dem Spiel schon gesagt, gibt es einen neuen Tabellenführer und der spielt heute hier in Weiß. Natürlich wieder ein bisschen Glück gehabt, dass Bürki den nicht komplett festhalten kann. Irgendwie ist er trotzdem noch drunter durchrutscht unter den Hosenträgern. Aber sie spielen halt mutiger nach vorne und werden dafür auch belohnt. Und das sieht so aus, dass sie jetzt eine 2-0-Führung auf dem Konto haben. Vom Stindl war es auch schon das 9. Saisontor. Und wir sehen ersten Wechsel. Götze geht, Julian Weigel kommt bei Dortmund. Und bei Gladbach, Westergaard geht. Dafür kommt Wendt in die Partie. So, aber jetzt kommt Aubameyang erstmal. Und da ist Castro, 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 Castro! 2-1 nur noch. Ja, den Castro darf man nie so frei stehen lassen. Irgendwo. Sonst hapert's gleich. Und Aubameyang hat ihn gesehen, dass er da ankommt. Castro schließt mit links sogar ab, in seinem schwächeren Fuß. Das macht aber gar nichts. Denn der sitzt trotzdem. Sommer ohne Chance. Denn der ging ja rechts oben in den Winkel rein, wie wir hier nochmal sehen konnten. Ja, und somit wird's wieder spannend. In dieser Partie. Sein 8. Saisontor war das. Und Johnson, was hat er wieder angestellt? Wir sind in der 84. Minute, es gibt gelbe Karte für den Amerikaner. Ja, sehen wir gar nicht, was er gemacht hat. Na gut, Schürrle kommt für Philipp noch in die Partie bei Dortmund. Der Joker Schürrle kann jederzeit noch ein Tor machen. Und bei Gladbach gibt es auch gleich noch einen Wechsel. Aber wir sehen erstmal, Pulisic kommt für Marco Reus in die Partie. Bedeutet natürlich auch noch ein bisschen Frische vorne drin. Und Johnson geht jetzt, der gerade eben gelb verwarnt wurde. Und Elvedi kommt für ihn auf den Platz. Das dürften eigentlich auch alle Wechsel durch haben. Nee, einer fehlt noch, wie wir sehen. Hermann kommt für Ginter. Es wird doch sogar nochmal offensiver bei Gladbach. Allerdings ist es, glaube ich, nur Zeit von der Uhr nehmen. Denn es sind schon eher Nachspielzeit der 90 Minuten. Und somit wird dieses Spiel auch gleich abgepfiffen. Dortmund hier nochmal. Dortmund, aber Raphael holt sich den Ball und das Spiel ist aus. Gladbach gewinnt gegen Dortmund und ist neuer Tabellenführer. Es hat ein 2-1 gereicht. Erste Halbzeit sehr stark. Zweite Halbzeit haben sie halt einfach das zweite Tor gemacht. Dortmund hat nur eins gemacht. Es hat nicht gereicht für den Unentschieden. Und Raphael, das Spiel des Spiels hier, mit seiner Leistung, mit seinem Kunstschuss in der 35. Minute. Aubameyang, von dem war nichts zu sehen eigentlich, außer dem Pass auf Castro. Aber das reicht beim Stürmer nicht seiner Klasse. Ja, und das war's hier also. Jetzt gucken wir uns noch die Statistiken an der 90 Minuten. Die sehen so aus, dass es komplett ausgeglichen ist eigentlich. Sogar mehr Ballbesitz bei Dortmund liegt. Aber die Tore zählen und somit hat Gladbach hier also gewonnen. Tabellenmäßig sieht es so aus, wie ich schon angesprochen habe. Gladbach ist es die Nummer 1 hier, die neue Nummer 1. Und Leverkusen könnte sogar, wenn es richtig gut läuft, Dortmund noch überholen. Dann wäre es punktgleich aber besseres Torverhältnis. Ja, das war die Preview hier. Wie geht es denn echt aus? Da sage ich mal, dass Dortmund es gewinnt. 2-1. Genau umgedreht, denn Gladbach ist zurzeit in so einem Fall, das sieht nicht so gut aus. Und Dortmund wird langsam wieder, vor allem jetzt, wenn jetzt Marco Reus und Mario Götze wieder fit sind. Das Duo, das sehr gut zusammenpasst, das hatten wir schon viele, viele Spiele gesehen. Da müssen wir mal abwarten, wie es weitergeht. Ja, wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein, euren Tipp. Dann bedanke ich mich schon fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr, wie gesagt, gerne ein Like da lassen. Außerdem noch ein Abo, falls ihr noch auf dem Kanal seid. Ja, und dann sehen wir uns schon beim der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.